Ja, Leute, willkommen zu einem kleinen weiteren Vlog jetzt hier nach einiger Zeit mal wieder. Ja, der letzte Vlog war ja von meiner Reise nach Halle und heute gab es dann wieder ein bisschen was anderes zu sehen, und zwar ein Maifeuer. Und ich dachte mir, komm, ich werde das auf jeden Fall mal mitfilmen, und ja, da habe ich jetzt versucht, so ein bisschen was immer mal ja, aufzunehmen. Und ja, das hier war die erste Szene, wo dann das Feuer angezündet wurde, hat man am Anfang leicht gesehen. Hier war es dann schon etwas stärker am Brennen, aber auch nur auf der einen Seite irgendwie. Also da war dann die andere Hälfte noch gar nicht so richtig an. Also keine Ahnung, das war irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, jetzt habe ich nochmal rangezoomt, damit man auch mal ein bisschen das Ganze näher sieht. Da waren natürlich viele Leute, die das sich angucken wollten. Auch Feuerwehr und so weiter war natürlich ganz vorne. Und ja, da gucken wir mal. Was ich noch so aufgenommen habe, jetzt hier, oh ja, da war es schon wesentlich höher, die Flammen. Da hat man richtig diesen gelben Rauch gesehen, oder diesen braun-gelben Rauch, ihr seht das da. Das ist ziemlich komisch gewesen, aber gut, war nicht zu ändern, beziehungsweise später war es dann auch wieder ein bisschen besser, wie zum Beispiel hier. Da habe ich nochmal von einer anderen Position ausgefilmt, ein bisschen erhöht, ja, war dann hier die Perspektive. Und ja, da war es dann schon wesentlich kleiner und da war dann auch dieser Rauch nicht mehr so, weil ich glaube, das ist ein bisschen giftig, das Ganze. Und ja, hier war dann eben alles schon unter Kontrolle, war auch nicht mehr so die Feuerwehr dran. Und ja, hat dann eigentlich ganz gut ausgesehen, auf jeden Fall. Und ja, dann ging es noch ein bisschen weiter. Na, wann kommt die nächste Szene? Ich weiß es jetzt nicht genau, wo die Cuts waren. Aber gleich müsste es weitergehen. Ich habe eben versucht, so den Abend ein bisschen festzuhalten. Oh ja, hier zum Beispiel noch, da war dann noch, ja, keine Ahnung, die Asche eigentlich nur noch. Aber es war schon nicht ganz so klein, wie es vielleicht aussieht. Also, wenn man dann näher dran war, war es dann doch noch etwas krasser, sag ich mal. Und hier ist es auch nochmal so richtig aufgegangen, die Flammen, ne? Also hat man gesehen, keine Ahnung. Und da habe ich versucht, jetzt nochmal ein bisschen die Umgebung zu filmen. Aber, ja, keine Ahnung, ich wollte nicht so viele Menschen zeigen. Keine Ahnung, ich weiß immer nicht, wie das ist. Deswegen habe ich es dann lieber gelassen und habe nur mal so ein bisschen jetzt hier gefilmt, ne? Ja, und dann ist es halt auch das Problem, dann gucken sie alle aufs Handy, was filmt denn da und keine Ahnung. Deswegen wollte ich eigentlich hauptsächlich das Feuer filmen, wenn ich überhaupt filme, dass sie eben nicht alle so komisch gucken oder so. Das war mir dann ein bisschen zu blöd irgendwie auf Dauer. Und ja, hier habe ich dann nochmal abends so ein bisschen rumgefilmt, da war dann noch irgend so eine Lichtershow und so weiter und so fort. So Musik lief die ganze Zeit und ja, das hier war dann schon relativ spät abends. Da war das Feuer dann ziemlich klein, auf jeden Fall, im Vergleich zu vorher. Und, ja, aber da gibt's jetzt auch nicht so viel zu zeigen irgendwie oder zu filmen. Ich habe da nochmal ein bisschen reingezoomt, um das nochmal zu sehen. Ja, aber, naja, ich würde sagen, das wär's gewesen vom Vlog. Ich hätte gerne noch ein bisschen die Umgebung und so gefilmt, aber ja, keine Ahnung, da waren einfach so viele Menschen, das war mir dann teilweise auch unangenehm, dann noch alles mitzufilmen, und deswegen habe ich es gelassen. Da haben wir nochmal den Mond gesehen, und ich würde sagen, das wäre es auch schon gewesen von diesem Vlog. Jetzt mal wieder ein bisschen Schwarzbild am Ende, das gab es ja letztes Mal nicht, aber gerade kriege ich es nicht anders hin, und außerdem wird dann das Video zumindest etwas länger als 3 Minuten. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder, mal sehen, wenn sich mal wieder die Gelegenheit ergibt, um was mitzufilmen. Sicherlich bei dem ein oder anderen Ausflug mal so kann man auf jeden Fall filmen, aber bei solchen Massenevents, wo ich vor allem auch viele Menschen so vom Sehen zumindest kenne, weiß ich nicht, ob ich da so oft was filmen möchte und werde. Wird sich zeigen. Jetzt aber erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal.